Ukraine live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live. Und uns zugeschaltet ist jetzt einer der führenden Impfexperten des Landes, der Immunologe und Impfexperte Professor Herbie Kollerich. Er ist auch Mitglied des Nationalen Impfgremiums. Schönen guten Abend, Herr Professor. Schönen guten Abend. Herr Professor Kollerich, jetzt ist es so, dass es relativ große Kritik von Seiten der Opposition gibt am Impfplan der Bundesregierung. Alles geht viel zu langsam. Jetzt muss man sagen, es sind wirklich erst wenige tausend Österreicherinnen und Österreicher bisher gegen Corona geimpft worden. Warum dauert das so lange und warum geht das so langsam voran momentan? Also erstens einmal ist die Kritik recht schwer verständlich für mich, denn ursprünglich haben alle sehr stark davon abgeraten, so schnell mit den Impfaktionen zu beginnen. Ich erinnere mich froh daran. Aber wie dem auch sei, Tatsache ist, dass wir im Moment noch nicht ausreichend Impfdosen haben, um die gesamte Maschinerie sozusagen anlaufen zu lassen. Die werden jetzt erst sukzessive geliefert und mit der Lieferung wird auch eine entsprechende Logistik vorhanden sein, diese Impfdosen dann innerhalb kürzester Zeit auch tatsächlich zur Anwendung zu bringen. Aber wieso haben wir eigentlich so wenig Impfdosen am Anfang bekommen, wenn man andere Länder sich anschaut wie Israel, die impfen bis Ende Jänner oder wollen zumindest bis Ende Jänner 2 Millionen Menschen geimpft haben gegen Corona. Bei uns werden es ein paar Tausend sein. Was läuft da schief bei uns? Es läuft überhaupt nicht schief bei uns. Wir haben ein anderes System gewählt. Wir haben ein zentrales Beschaffungssystem über die Europäische Union gewählt, was ich persönlich für absolut vernünftig halte, weil wir als kleines Österreich sicherlich am Weltmarkt uns nicht hätten so behaupten können, wie das als große Europäische Union ist und damit, was also auch die Zulieferung betrifft, nicht so stark gewesen wären. Dazu war aber, dass Israel früher dran war und auch früher entsprechend große Mengen an Impfstoff geordert hat, sodass sie jetzt uns gegenüber einen geringfügigen, aber doch messbaren Vorsprung haben. Wie viele Impfungen werden denn in Österreich Ihrer Meinung nach bis Ende Jänner durchgeführt werden? Nun, wie gesagt, das hängt in erster Linie davon ab, wie viel Impfstoff wir geliefert bekommen. Ich kann Ihnen das Mengengerüst jetzt nicht ganz genau sagen, weil das auch nicht in unseren Händen liegt vom Nationalen Impfgremium, sondern auf Seiten des Bundesministeriums. Aber ich gehe davon aus, wenn jede Woche 60.000 Impfstoffe jetzt geliefert werden, dass wir bis Monatsende so an die 200.000 Impfstoffdosen haben werden. Das heißt, dass dann 100.000 Menschen geimpft werden? Nein, es werden 200.000 Menschen mit der Erstimpfung geimpft und es wird ja dann 3 bis maximal 4 Wochen später, man kann ja auch das Impfintervall ein bisschen ausdehnen, mit den Nachlieferungen der weiteren Impfstoffe dann diese Personen zum zweiten Mal geimpft und gleichzeitig natürlich weitere erst geimpft. In Deutschland und Großbritannien wird ja jetzt schon diskutiert, ob man mit dieser zweiten Impfung etwas zuwarten soll, damit man mehr Menschen erst impfen kann, damit mehr Menschen sozusagen diese Erstimmunisierung haben. Wäre das Ihrer Meinung nach sinnvoll? Nun, ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt sinnvoll wäre, weil wir wissen dann nicht, ob wir, wenn wir diese Leute zum zweiten Mal impfen, tatsächlich den Impferfolg haben, den wir uns wünschen. Und gleichzeitig gefährden wir den Impferfolg insgesamt, wenn wir nur eine Impfung geben, weil halt eine Impfung noch nicht so sicher wirkt wie zwei Teilimpfungen. Natürlich bezieht sich England hier auch ein bisschen auf den AstraZeneca-Impfstoff, wo wir bessere und genauere Daten haben zum Impferfolg nach nur einer Impfung. Und hier scheint es tatsächlich so zu sein, dass man das Intervall zwischen der ersten und der zweiten Impfung signifikant ausdehnen kann. Sie haben gerade den AstraZeneca-Impfstoff angesprochen. Da haben heute in Großbritannien die ersten Impfungen stattgefunden von Patienten. Wann gehen Sie denn davon aus, dass es diesen zweiten Vektorimpfstoff eben auch bei uns geben wird? Es ist der erste Vektorimpfstoff. Die anderen beiden sind ja mRNA-Impfstoffe. Aber Tatsache ist, dass wir, soweit mir bekannt, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde vorläufig noch nicht einmal einen Antrag liegen haben von AstraZeneca für die Zulassung. Und ich glaube, dass es nicht sinnvoll wäre, einen Impfstoff zu verwenden, für den es noch keine Zulassung gibt.
Jetzt haben Sie eh schon angesprochen, AstraZeneca ist ein Vektorimpfstoff, der BioNTech-Pfizer-Impfstoff und der Moderna-Impfstoff sind jeweils mRNA-Impfstoffe. Wie werden denn diese beiden unterschiedlichen Impfstofftypen zum Einsatz kommen? Nun, ich glaube, dass das weniger eine Frage des einzelnen Impfstoffes ist, sondern mehr eine Frage der Logistik. Das heißt, was ich bekomme an Impfstoff über die Europäische Union oder am Markt, das wird verwendet. Und ich gehe davon aus, dass sukzessive eben von den einzelnen Impfstoffspezialitäten nach und nach entsprechende Mengen auf den österreichischen Markt kommen. Man muss halt nur dann darauf achten, dass die Leute, die mit dem BioNTech-Impfstoff angeimpft sind, auch die zweite Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff bekommen, die mit Moderna angeimpft sind, auch die zweite Dosis mit Moderna-Impfstoff bekommen und so weiter und so fort. Aber das ist dann nur mehr eine Verteilungsfrage. Welcher dieser zwei Impfstofftypen ist denn Ihrer Meinung nach der, der dann eher zum Einsatz kommen wird hier? Der mRNA-Impfstoff oder der Vektorimpfstoff? Was halten Sie für sinnvoller? Auch da, ich glaube nicht so sehr, dass wir so gravierende Unterschiede in der Wirksamkeit haben oder auch in der Reaktogenität, die ist vielleicht ein kleines bisschen geringer bei den Vektorimpfstoffen, sondern es ist hier in erster Linie auch eine Frage des Angebotes. Und ich gehe davon aus, dass das Angebot beim AstraZeneca-Impfstoff größer sein wird, aber dafür erst etwas später verfügbar sein wird. Also vielleicht erst Ende des ersten, Anfang des zweiten Quartals. Mit diesem Impfstoff wird man aber dann in die Breite gehen können und vor allem, und weil er eben von der Logistik her viel einfacher handzuhaben ist, ich brauche keine minus 70 Grad Kühlkette etc., wird auch eben dann in der Peripherie beim Hausarzt etc. geimpft werden können, was den Zugang zur Impfung niederschwelliger für die Bevölkerung macht. Mhm. Noch eine Frage zu dem Impfstoff von AstraZeneca. Dieser Vektorimpfstoff, hieß es ja sozusagen, dass Sie haben das ja auch gesagt, für die breite Masse dann eher der zum Einsatz kommen wird. Der wird dann auch von Hausärzten Ihrer Meinung nach geimpft werden können? Selbstverständlich. Ja, dieser Impfstoff ist ein ganz normal kühlpflichtiger Impfstoff, so wie wir das von allen anderen Impfstoffen auch kennen. Das heißt, er wird bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert und ist damit natürlich in der Handhabung sehr robust und einfach auch in der Hausarztpraxis anzuwenden. Wann wird denn die breite Masse der Bevölkerung dann geimpft werden können? Weil derzeit werden ja bestimmte Zielgruppen vorgezogen, Pflegeheime, Spitalspersonal, ärztliches und medizinisches Personal. Aber wann wird sich der durchschnittliche Österreicher denn impfen lassen können? Nun, ich gehe davon aus, wenn die ganzen entsprechenden Lieferzusagen halten, dass wir im zweiten Quartal sehr breit bereits in die Masse gehen können, was die Impfungen betrifft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir vor dem Sommer auf jeden Fall eine kritische Masse an Impfungen erreicht haben. Gehen Sie auch davon aus, dass jeder, der das möchte, sich vor dem Sommer impfen lassen wird können? Na, ob es absolut jeder sein wird, kann ich Ihnen nicht beantworten, weil wir ja doch eine riesige Gruppe von Personen haben, die noch sehr jung ist und die zum Beispiel überhaupt nicht geimpft werden kann, wie eben Schüler unter 16, aber auch andere junge Menschen, die ein sehr geringes Erkrankungsrisiko haben, beziehungsweise ein sehr geringes Erkrankungsrisiko im Hinblick auf schwere Erkrankungen haben. Und hier wird natürlich die Priorisierung an weiter hinten gereiht sein. Das bedeutet, wenn noch nicht ausreichend Impfstoff da ist, wird man in diesen Gruppen wahrscheinlich nicht so intensiv impfen wie in jenen, die eben von der Priorisierung her höher eingestuft sind. Mit wie viel Prozent der Bevölkerung rechnen Sie eigentlich, die sich dann im Endeffekt impfen lassen wird? Naja, wünschen würde ich mir, dass sich jeder impfen lässt, der darauf reflektiert, einen Schutz zu haben. Denn wir müssen noch immer davon ausgehen, dass die Impfung in erster Linie einen persönlichen Schutz bedeutet. Das bedeutet, dass der Betreffende zwar nicht schwer krank werden kann und auch nicht dran stirbt an einer solchen Infektion, aber wir wissen noch nicht, wie weit ein solcher Impfstoff tatsächlich in der Lage ist, die Übertragung nachhaltig zu beeinflussen. Das heißt, unsere Zielvorgabe ist in erster Linie, eine möglichst hohe Durchimpfung all jener Personen zu erreichen, die besonders bei einer natürlichen Infektion darunter leiden würden. Würden Sie eigentlich eine Impfpflicht für sinnvoll erachten? Ich bin ein prinzipieller Gegner jeder Impfpflicht. Ich bin dafür, dass man so intensiv wie möglich
unter entsprechender Faktenaufklärung eben versucht, dieses Thema in die Bevölkerung zu tragen. Dass das funktioniert, wissen wir, gerade in Österreich. Wir sehen das Erfolgsbeispiel der FSME-Impfung in Österreich, wo wir nur mit Hilfe von entsprechender Aufklärung erreicht haben, dass wir weit über 80% durch Impfung erreicht haben. Und warum sollten wir das nicht auch bei SARS-CoV-2 erreichen? Welchen Schutz wird denn jetzt diese Impfung wirklich bieten? Sie haben ja schon angesprochen, es ist noch immer nicht ganz klar, ob die Impfung dann auch verhindert, dass man die Infektion weitergibt. Wie schätzen Sie als Experte das ein? Nun, ich gehe davon aus, dass ein Geimpfter, der auch einen entsprechenden Schutz aufgebaut hat, in der Infektkette nicht mehr dieselbe Rolle spielen wird wie ein Ungeimpfter. Sprich, er wird wahrscheinlich eine geringere Viruslast haben und er wird wahrscheinlich eine kürzere Zeit diese Viruslast haben. Das bedeutet, er wird weniger lange und weniger intensiv ansteckend sein. Aber das genau zu quantifizieren und genau einzuordnen, das ist die Aufgabe der nächsten Monate. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt am Beginn dieser Impfaktionen schon wissen, wie weit dieser Effekt wirklich sich auch epidemiologisch auswirken wird. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass diese Impfung jetzt wirklich der große Gamechanger wird, dass wir dann ab Sommer hoffentlich wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können? Ja. Ich gehe davon aus, dass eigentlich die Impfung der einzig mögliche Gamechanger ist, denn wir haben gesehen, dass alle anderen Maßnahmen auf Dauer gesehen medizinisch, sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich unser Land extrem belasten. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, sozusagen der Infektion Herr zu werden. Also wir brauchen unbedingt eine Alternative und ich sehe eigentlich zur Impfung im Moment keine weitere Alternative. Die Impfkritiker führen immer wieder die möglichen Nebenwirkungen an, die zu wenig erforscht seien, so heißt es. Was halten Sie dem entgegen? Ich muss Ihnen sagen, das ist wirklich ein Unfug und ist eigentlich, entspricht in erster Linie der Tatsache, dass die Personen, die das kritisieren, zu wenig über die Impfungen wissen. Wir wissen ganz genau, dass bei Impfungen Nebenwirkungen, wenn sie auftreten, zu 99,9% innerhalb der ersten 2 Monate auftreten. Das heißt, da ja wir aus der Phase 3 bereits wissen, wo eine entsprechend lange Nachbeobachtung war, dass nicht mit schweren Nebenwirkungen zu rechnen ist, ist auch davon auszugehen, dass es in der Anwendung nicht zu schweren Nebenwirkungen kommt. Dass es zur Erstbeschreibung einer ganz seltenen Nebenwirkung zu einem späteren Zeitpunkt kommen kann, das will ich nicht in Zweifel ziehen. Wir wissen, dass zum Beispiel bei der Gelbfieberimpfung, die gibt es fast 100 Jahre und erst nach 70 Jahren ist man draufgekommen, dass es bei älteren Menschen schwere Nebenwirkungen geben kann. Aber die sind so selten gewesen, dass man es vorher einfach nicht bemerkt hat. Das ist, wie gesagt, das Einzige, was wir uns sozusagen als Risiko aufnotieren müssen. Aber bitte, was wir immer wieder tun müssen, ist, wir müssen gegeneinander abwägen den Nutzen gegen das eventuelle fiktive Risiko einer extrem seltenen Nebenwirkung. Und da glaube ich, und das wird Ihnen jeder bestätigen, sind wir aufgrund der Epidemiologie der Erkrankung von Covid-19 doch ganz sicher auf der sicheren Seite, was die Impfung betrifft. Das heißt, in diesem kürzeren Zulassungsverfahren sehen Sie kein Problem? Das Zulassungsverfahren bitte war nicht kürzer, sondern es war nur intensiver. Es sind die einzelnen Zulassungsphasen teilweise überlappend gemacht worden. Auch das ist bitte immer wieder etwas, was falsch kolportiert wird. Die Covid-19-Impfstoffe, die jetzt zugelassen wurden, hatten die größten Phase-3-Studien in der jüngeren Geschichte der Vakzinologie. Nur bei HPV, also beim Papillomvirus, und bei den Rotavirus-Impfstoffen waren die Zulassungsstudien noch größer. Aber wir haben riesige Erfahrung bereits mit diesen Impfstoffen. Dafür, dass wir es relativ schnell gemacht haben, ist in erster Linie der Tatsache zu verdanken, dass den Firmen kaufmännisch der Rücken freigehalten wurde, sodass sie sozusagen in die Vollen gehen konnten und ihren gesamten Manpower in das investieren konnten. Aber das hat nichts mit einer Hudelei zu tun. Frage noch, Herr Professor, werden Sie persönlich sich impfen lassen? Ich wollte, ich wäre es schon, aber leider, ich bin erst 65 und ich muss noch ein bisschen warten. Also für mich ist es gar keine Frage. Natürlich würde ich mich sofort impfen lassen, denn für mich ist der Gewinn an persönlicher Freiheit und an persönlicher Sicherheit so viel wert, dass ich mir einen schmerzenden Arm für 2 Tage durchaus leisten würde.
Wenn Sie sich aussuchen könnten, ob Sie den mRNA-Impfstoff oder den Vektorimpfstoff bekämen, welchen würden Sie nehmen oder welchen würden Sie empfehlen? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es wäre mir völlig wurscht. Hauptsache, es geht schnell. Herr Professor Kollaritsch, vielen Dank und schöne Grüße. Vielen Dank. Wiederhören. Ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter mit unserem Duell am Montag. Robert Miesig und Andreas Mölzer sind gleich hier zu Gast und natürlich diskutieren auch die beiden Herren über das Thema Corona und zwar über das Aus für das Freitesten, das kommt nicht, und über die Lockdown-Verlängerung, der kommt nämlich, oder die kommt, diese Verlängerung des Lockdowns, gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.